Ja, und damit endet Tribute to the Troops. Wir haben neue Tag Team Champions und einen neuen US Champion. Sonst alles beim Alten. Haben alle ihre Titel sonst verteidigt. Auf zur nächsten Raw-Ausgabe. Ja, Sheamus gegen David Otunga. Sheamus gewinnt natürlich. Er hat ja auch den Titel. So, hier, Match des Tages. William Regal gegen das Alien. Gehen wir doch direkt rein. Ja, die Menge tobt. Nach der Live-Übertragung von Tribute to the Troops in die Arena. Anstatt Ring war da garantiert ein riesiger Fernseher. Glaube ich, weiß ich aber nicht. Kann ich nichts zu sagen. Egal, es ist ja wieder Raw. Ja, da geht William Regal. Lässt sich feiern. Dolph Ziggler haut William Regal eine rein. Ich weiß zwar nicht, was die beiden miteinander haben, aber ist ja auch wurscht. Der eine gönnt dem anderen nichts. Ja, das Alien steht im Ring. Und post ein bisschen. Ich weiß nicht, was Dolph Ziggler jetzt draußen wieder macht. Das Alien streckt sich, zeigt, so breit bin ich. Na, immerhin lässt er ihn in Ruhe in den Ring kommen. Und dann schöner Schlag in den Rücken. Und die dünnen Ellbogen vom Alien, der natürlich in Frieden kommt, aber wesentlich ist diesmal kein Tag Team Match, wie es sonst immer der Fall war. Ja, MLG und Scott sind ja die anderen beiden, die haben ihre Differenzen und jetzt klären die beiden ihre Differenzen untereinander ohne Hilfe. Na ja, gut, Hilfe. Dolph Ziggler, ob man ihn als Hilfe bezeichnen kann, weiß ich nicht. Für Vater dem Alien geholfen. Keine Ahnung, warum? Stimmt, warum eigentlich? Die beiden kennen sich gar nicht. Jedenfalls nicht wirklich. Na, ist ja auch egal. Na, Alien hat so seine Probleme hier mit dem englischen Wrestler von der Erde. Nicht vom Mars, nochmal von der Erde. Ja, Augenpiekser. Wie wohl ein Augenpiekser beim Alien aussieht. Also wenn er einen abkriegt. Bei den riesen Glubschern kann man ja eigentlich gar nicht verfehlen. Ja, Dropkick hier von Regal. Schön hochgezogen. Ja, Clothesline. Eine marsianische Clothesline. Dann hat er sich nochmal an der zweiten Clothesline versucht. Die ging aber deutlich daneben. Nochmal ein Schlag auf den Rücken. Whip-in in die Ringecke. Ja, sollte wohl ein Schulter irgendwas kommen. Ist ja auch egal. Jetzt fliegt das Alien in der Ringecke. Ja, jetzt klappern sie, glaube ich, mal alle Ecken ab. Ja, Schulterblock hat geklappt. Genau wie der Kniestoß. Ah, da hebt er ihn hoch. Ah, Signature Wut gekontert. Was kommt jetzt? Schläge auf die große Rübe und auf den schmalen Rücken. Sogar mit zwei Fäusten. Und was kommt jetzt? Finisher! Formelien! Überraschung? Überraschung! Ist ihm die Überraschung gelungen? Cover hinterher! Reicht das schon oder nicht? Nein! Regal kommt raus. Und kontert, indem man ihn einfach mal quer durch den Orbit schmeißt. Ja, und Clothesline. Ah, er geht aufs Ringseil. Was hat er vor? Missile Drop Kick. Gefolgt vom Cover. Vielleicht bringt ja die Aktion die Entscheidung. Jawohl! Kein Finisher,
aber hat den Sieg gebracht. Warum auch nicht? Ja, ey, gefeiert. Lass ich hin. Ja, es kommt, passiert hier nach noch was. Mal gucken, wann er ist ganz aus dem Häuschen. Er hat aus seiner Sicht einen großen Erdling besiegt. Mal gucken, was passiert. Da geht ja noch ein Stuhl auf ihn los. Oder vielleicht was ganz anderes. Ah, die Kamerafahrt war sehr toll gerade. Ja, ich schätze mal, jetzt holt er einen Stuhl. Ja, er lässt Dolph Ziggler in den Ring. Der weiter auf William Regal einschlägt. Und, besser gesagt, tritt. Das Alien hilft William Regal. Das gibt's doch nicht. Das Alien schmeißt hier Dolph Ziggler raus. Ja, und die beiden stehen sich wieder gegenüber. Nee, das Alien zieht sich zurück. Ja, William Regal weiß gar nicht, wie ihm gerade geschehen ist. Nach dem Motto, wie, du hast mir geholfen? Ja, aber sicher hat er das. Man stelle es sich mal vor. Und weiter geht's mit dem nächsten Match hier bei Monday Night Raw. Ja, die beiden hatten es auch schon mal miteinander zu tun. Eigentlich sollte der Scorpio sein Comeback-Match gegen Kane haben. Der Dragon Warrior hat Kane einfach mal niedergeschlagen. Und hat dann an deren Stelle das Match bestritten. Hat sogar gewonnen. Gut, warum auch nicht? Mal gucken, wie es jetzt ausgeht. Das ist die zweite Begegnung. Oh, Michael McGillicuddy hat ein Ticket für die erste Reihe? Wieso eigentlich? Was hat er mit den beiden zu schaffen? Er hat seinen Titel doch an Youngblood verloren. Youngblood hat heute Abend kein Match. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ja, Dropkick. Schön gemacht. Ja, da rennt er dran vorbei. Nochmal ein Dropkick. Gefolgt von einem DDT. Ja, Konter hier vom Dragon Warrior. Aber das kann El Scorpio auch. Wollte ihn auf den Arm schlagen. Aber da ist der Dragon Warrior fit. Das kann er sich ausrechnen. Hier Schläge. Aber wieder ein hoher Dropkick. Mag er wohl irgendwie den Move. Atomic Drop hier. Na, mal gucken. Letztes Mal ging das Match ja so ähnlich ab. El Scorpio am Anfang richtig Gas gegeben wie Sau. Und am Ende hat er verloren. Halt das Überraschungsmoment. Am Ende hat doch ganz gut ausgereicht. Ja, jetzt hängt der Scorpio in den Seilen und wird auf selbige gesetzt. Oh, das tat bestimmt richtig gut. Der Knochenarzt wird sich freuen, wenn er das auf einem Röntgenbild sieht. Ja, hier Kontakt und Clothesline. Die beiden haben es ein bisschen miteinander. Glaube, die mögen sich nicht. Zumindest haben sie sich nicht lieb. Und das klang jetzt total scheiße von mir. Naja, ist ja auch egal. Scorpio ist eigentlich bei SmackDown. Warum er hier jetzt ewig bei Raw auftritt? Oh, was heißt ewig? Seit seinem Comeback hat er halt zwei Raw-Matches gehabt. Warum auch nicht? Erstmal wird die Fehde hier, ja, der European Uppercut ging ein bisschen ins Leere. Ja, verdreht er ihm den Arm. Clip in die Knie, Kehle. Whip-In wird aber gekontert und El Scorpio fliegt aus dem Ring. Und geht auf Seil, was sehen wir? Flying Body Press geht aber voll in die Hose.
Ja, und jetzt ist der Dragon Warrior auf der anderen Seite vom Seil. Wird dezent wieder zurück befördert mit einem DDT. Ja, er geht wieder aufs Seil. Ja, er probiert es nochmal mit dem Body Press. Geht aber auch daneben. Jetzt rennt er schon an seinem Gegner vorbei. Neckbreaker hier vom Dragon Warrior. Ja, da schmeißt er ihn einfach ganz gewalttätig weg und er geht auf die Knie los. Ja, dieses Match ist auf jeden Fall ausgeglichener als das erste. Das fing ja erst gut an für El Scorpio. Dragon Warrior hat im entscheidenden Moment dann die richtigen Moves gezeigt, um sich den Sieg zu schnappen. Hier ist es jetzt, also ich würde mal sagen, von der Aktion her 50-50. Obwohl ich leichte Vorteile für El Scorpio sehe, was die Anzahl der Moves betrifft. Ja, diesmal klappt der Dropkick nicht, dafür hat er ihn zu häufig gezeigt. Neckbreaker. Und dann nimmt er ihn auf die Schulter. Eine F5. Der ihn aus dem Ring haut. Schlipp in die Knie, als der Dragon Warrior nachging. Und DDT draußen. Und noch ein Tritt auf die Denkmurmel. Ja, und er geht wieder in den Ring. Dragon Warrior hinterher. Ja, sollte eigentlich eine... Und nein, RKO-Versuch, aber der hat nicht ganz gefunzt. Wurde abgewehrt. Ja, da schmeißt er ihn wieder einfach mal nach oben. Ja, er rettet sich wieder nach draußen. Packt sich den Dragon Warrior. Und was macht er jetzt? Er geht aufs Seil. Na, er geht wieder nach unten. Ja, hier Schläge. Finisher geht kontert. Na, was kommt jetzt? Na, er wirft ihn einfach mal nach draußen. Ja, Double Exhende. Und Dropkick in den Rücken. Und, oh, neuer Finisher. Ja, und das Cover. Nein, bei 1 kommt er raus. Ja, er riecht. Und RKO! Das darf nicht wahr sein. Nein, der El Scorpio kommt raus. Oh Mann, die beiden. Ja, der Dropkick, der wird nicht mehr klappen. Scorpio, du solltest dir echt was Neues überlegen. Whip in. Ja, der Shoulderblock ging ja voll in die Hose. Also, ich wurde ein bisschen mit der Entfernung verschätzt. Was kommt jetzt? Pump, Apple oder irgendwie sowas. Wegschmeißer. Ja, Dragon Warrior ist jetzt mehr am Drücker. Okay, komm, habe ich es gesagt. Hat sich das auch wieder erledigt. Und jetzt Aufgabegriff. Ja, El Scorpio wieder draußen. Dragon Warrior hinterher. Tritt in die Kniekehle. Das kann El Scorpio auch. Ja, da rennt er vorbei. DDT, Platzwunde. Platzwunde beim Dragon Warrior. Oh, Konter. Und er macht das Zeichen. Er will das Match jetzt beenden. Laufen allerdings gegeneinander. Ja. Er covert ihn. Vielleicht kommt es durch. Nein, Dragon Warrior kommt bei 1 wieder raus. Nochmal DDT. Hat ja auch zur Platzwunde geführt. Aufgabegriff. Nein, Rope Break. Ja, er geht einfach mal nach draußen. Bisschen durchatmen. Aber das macht der Dragon Warrior auch im Ring.
Er geht wieder rein. Whip in. Power Slam. Ja, er geht auf Seil. Und trifft. Und noch ein Whip in die Ringecke. Und da geht's wieder auf den verletzten Schädel. Ja, verdreht er ihm den Arm. Nimmt ihn hoch. Zum Olympic Slam. Ja, da wird er weggestoßen. Ja, Elspoppy sollte aufpassen. Er hat den Finisher voll. Also der gute Dragon Warrior. Einfach mal covern. Nein, bei 1 kommt er wieder raus. Small Package. Wird umgedreht. Und es bringt den Sieg. Das umgedrehte Small Package bringt den Sieg für El Scorpio. Oh, da ist Kane. Er freut sich. Kane kann lächeln. Was ist denn hier kaputt? Guckt euch mal das Bild bitte an. Kane sieht ja aus wie ein Honigkuchenpferd. Der smilet ja. Was haben wir dem gegeben? Ey, guck, wirklich. Davon mache ich einen Screenshot. Das ist zu geil. Seht euch Kanes Gesicht an. Der sieht, ich weiß auch nicht so. Smile. Regenbogen in aller Welt. Oh mein Gott. Wie geil ist dieser Moment, der jetzt gewesen ist. Ja, Fatal 4-Way noch 4 Wochen. Oh Gott, dieses Bild von Kane kriege ich nie wieder aus meinem Kopf.